Grüner Knollenblätterpilz. Ach du Heilige. Du ahnst es nicht, wie viel Aluminiumkies. Wie viel Gedöns hier einfach mal jetzt neu ist. Kann ich diese Sprinkles eigentlich auch so essen? Nee. Dann tue ich die erstmal an der Seite. Die Karotten essen wir mal. Zack, dann... Ich brauche jetzt mal eben eine Wasserquelle. Ist hiervon irgendwas erwachsen? Mohn. Mohn. Das ist Mohn. Das sind alles Standard-Minecraft-Blumen. Blumen. Okay. Ein Beehive. Ein Beehive. Ein Bienenkorb. Sozusagen. Oder wie sagt man? Bienenkorb sagt man ja nicht. Bienenstock. Genau, Bienenstock. Bienenstock, da müssen wir uns auch noch so eine Presse und sowas alles bauen. Ach du Scheiße, wir haben noch so viel zu tun. Bin froh, dass das, dass ich gesagt habe, ich lasse mir damit Zeit. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie lange ich überhaupt noch Bock habe auf Minecraft. Also das soll nicht heißen, dass ich jetzt aufhören will oder so, ne? Sondern einfach nur, ich bin mal gespannt, wie lange wir das jetzt hier in der 1.7.10 mit den Mods durchziehen werden. Da bin ich echt gespannt drauf. Weil es ist eine Sache, ich habe mir dafür ja nie, schon immer nicht und noch nie und überhaupt, Schmetterlingsflieder, irgendwie ein Ziel gesteckt, sage ich jetzt mal. Wo ich sage, ja, okay, bei Folge 1000, bei Folge 2000, 3000 mache ich Ende. Das Einzige, was dann halt irgendwann mal soweit ist, was heißt irgendwann, das ist auch nicht mehr so lange. Wenn ihr die Folge seht hier, schätzungsweise noch 5 Monate. Glaube ich. Und dann bin ich Vater. Ja, und dann muss ich sowieso erstmal ein bisschen zurückstecken. Das heißt, ich werde so viel jetzt wie möglich mal zwischendurch immer aufnehmen. Vorproduzieren, pipapo und überhaupt. Und ja, damit einfach, wenn es dann soweit ist, dass nicht unbedingt ausfällt, sondern dass es vielleicht versetzt kommt. Alle 2 Tage, alle 3 Tage oder was weiß ich, keine Ahnung. Weil dann wisst ihr ja, habt ihr ja das Infovideo gesehen, dann ist nämlich, dann steht nämlich das Kind an erster Stelle. Das ist ganz klar. Und wer jetzt da sagt, ups, doof oder was? Dem sage ich nur, halt die Fresse. Es sollte normal sein, dass das Kind an erster Stelle steht. Könnt ihr mich in Ruhe lassen, Bären? Danke. Nicht? Okay. Learn it on the hard way. Ich will hier keinen... ich will nicht so viele Bären töten. Gut, aber wenn ich hören will, muss fühlen, ne? Wie es so schön heißt. Also musst du ihn jetzt mal fühlen. Wie es sich anfühlt, zu sterben durch ihre Hand oder wenig Leben zu haben durch ihre Hand. Okay, die Richtung gehe ich weiter. Oh Mann, bitte, bitte jetzt gleich hör mal mit dem Schneebiom auf. Ich möchte nicht so viel Schneebiom jetzt gerade durchqueren. Ich weiß auch nicht mal, ob das jetzt große Biome sind, kleine Biome sind, mittelgroße oder whatever. Da ist wieder so ein Obelisk. Oh, der wird sogar bewacht. Der wird sogar bewacht. Den markiere ich mir jetzt aber mal nicht. Ich lasse jetzt erstmal den einen da markiert. Zur No... Was ist das? Das vermute ich, ist auf jeden Fall von Thaumcro... Alter, lass mich. Ich vermute, dass das auf jeden Fall hier von Thaumcraft sein wird. Was anderes könnte ich mir gerade nicht vorstellen. Und das Gute ist, wir haben einen Torchlever dabei. Oh. Ja. Ich dachte, das wäre gerade hier eine Eisentür. Creeper!
Da ist noch einer drin gewesen. Das habe ich gesehen. Ah, und ein Skelett. Und ein Shit-Baby-Zombie. Also muss da drin wahrscheinlich ein Spawner sein. Creeper weg? Nein, Creeper ist nicht weg. Ich hätte gerne Versicherung verkauft. Ich muss jetzt mal wieder Interface anmachen. Okay. Wow, da oben spawnt ja noch einer. Ich spawn jetzt hier alle, oder was? Ich geh mal. Ich mach mal so. Alter, was ist los hier? Was ist das hier? Das kann eigentlich nur von Thumbcraft sein. Ich hoffe, jetzt spawnt hier nichts mehr. Das kann nur von Soundcraft sein. Doch, hier spawnt noch eine Menge, ey. Ich muss den Spawner auf jeden Fall jetzt zerstören, anders geht's nicht. Erster Spawner. Ah, eigentlich schade, aber wir werden wahrscheinlich davon noch mehr finden. Tobender Zombie. Ah, so welche haben wir schon besiegt. Die waren ja, oder der war ja nicht so. Was? Wieso ist denn der jetzt klein? Wieso wird denn der jetzt wieder groß? Scheinbar wird der, je nachdem, wie viel Schaden der kriegt, immer größer. Der wird immer größer. Alte Urne. Oh! Jetzt habe ich die alte Urne kaputt gemacht. Ein Enderpearl war da drin. Das ist natürlich nice. Und irgendwelche Coins. Goldmünzen. Okay, wofür sind die Goldmünzen? Oh, oh. Enderpearl-Dust. Enderpearl-Dust. Wegwerf-Safari-Netz. Eine Schallplatte. Wieder ein Brot und zwei. Naja, okay. Davon. Naja. Hier, was ist das? Kies, ne? Ja, kann hier bleiben. Krass. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier alles irgendwie mal nach oben in das Ding noch legen können. Wahrscheinlich nichts. Doch, da war was. Krass. Okay. Okay. Sonst noch was hier? Nee, ne? Ich glaube, das war's. Das ist auf jeden Fall cool. So ein kleiner Dungeon hier. Der gespawnt ist mit Urnen und in den Urnen war was. Wir haben Wegwerf-Safari jetzt. Da können wir eigentlich mal irgendwie ein Tier mitnehmen und einkerkern bei uns, ne? Wäre doch mal eine Maßnahme oder eine Möglichkeit. Wegwerf-Safari-Netze kennen wir ja noch aus, oder von Ära. So. Ach, der hat sich gerade abgelöscht. Hä, Gülle! Das ist Gülle! Raus aus der Gülle! Alter, Gülle, was macht denn Gülle hier? Alter! Nein, Hilfe! Nicht sterben! Nicht an Gülle! Das wäre ja jetzt... Das wäre ja jetzt ätzend! Alter! An Gülle fast gestorben! Eieiei, ey. Ich hätte auch mehr Essen mitnehmen sollen. Ah, nein, das ist Gülle, das ist Gülle, das ist Gülle, das ist Gülle! Ich bin so doof, ich bin gleich tot! Oh Gott. Ich muss von dem Zombie erstmal abhauen. Nicht zu den Bären. Ich muss jetzt erstmal weg. Ich muss jetzt erstmal weg. Ich muss mich jetzt erstmal irgendwie... Gülle, Gülle. Tschüss. Ich und meine kleine Torch hier. Wo ist sie? Wo sind die? Ich habe keine... Was? Ich habe keine Torches mehr. Gut, da ich nichts sehe, mache ich das mal... Ah ja, okay, so geht's auch. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Eieiei. Ein Moment. Wo ist das Bett? Hä? Achso, da unten in der Inventarleiste. Ein Moment unachtsam und zack, in der Gülle fast gestorben. Ey, krass.
Hilfe. Hilfe, Hilfe. Krass. Ich bin gerade echt baff und sprachlos, ne? Ich habe die Gülle absolut nicht gesehen in der Nacht. Was? Lasst mich in Ruhe. Ich tu dir nichts, Bär. Dann tu dir mir auch nichts. Die sieht man auch nicht. Die sieht man auch einfach nicht. Da steht zwar Gülle, aber man sieht's einfach nicht, dass das Gülle ist. Hey, Creeper. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Außer, dass hier gerade ganz viele Bären hinter mir her sind und auf der Jagd, habe ich gerade ein neues Häuschen gefunden. Was ist das denn? Und aus welchem Mod ist das? Lots of food. Okay. Und was ist das? Sugar Stairs, Karamellblock, Chocolateblock und Sugar Bricks. Alles klar. Ah, ein Karottenkuchen, wie geil. Kann ich den... What? Da stand einfach mal eine blöde Hexe um die Ecke. Oh Mann, ist das Spiel gefährlich geworden. Was haben wir denn hier? Nur zwei Öfen, ein paar Glowstones. Dann nehmen wir doch mal die Glowstones mit. Und warten mal, bis hier unsere Vergiftung weg ist. Oh, oh Gott. So viel Inventarplatz habe ich doch gar nicht mehr. Puh, ein halbes Herz. Okay, so viel Inventarplatz habe ich nicht mehr, aber... ich habe... das dabei. Und ich habe hier Holz. Le Holz, was soll's? Ah ne, der Ober... machen wir da mal raus Holzkohle und daraus Leder, warte. Ja, ich brauche noch Fäden. Ich brauche nur zwei Leder. Ah ne. Quatsch. Ich bin so doof. Ich brauche 8 Leder. Ich hoffe, daraus kommt jetzt auch Leder. Dass sich das nicht irgendwie wieder geändert hat. Was haben wir denn hier? Cheesecake? Oh, lecker. Kartoffeln? Pizza? Pizza? Lol. Karottensaft? Carrot Juice? Chili con carne? Oh, lecker. Fischsuppe? Cooked Bacon? Oh, lecker. Bacon. Eine Pilzsuppe? Karamellpork? Karamellpork? Apple Ice Cream? Oh, what the fuck? Ofenkartoffeln, gebratener Fisch, Kuchen, Apple Juice, Chocolate Pancakes, oh lecker, Chocolate Donut, oh lecker, und Chocolate Cake, oh lecker, oh geil, geil. So, schnell craften hier, craften, craften, craften. Super krasses Mega-Craften. Habe ich noch irgendwie, nee, nee. Ja, ich müsste noch mal eben kurz losziehen nach draußen. Irgendwas davon? Nein. Oh Gott, ist mein Inventar voll. Guten Tag, Herr Bär. Kommen Sie rein oder nicht mehr? Er hat sich versteckt, die doofe Sau. Um die Ecke versteckt und wollte mich jetzt gerade... ein Mammut... oder ein Elefant? Ne, ich glaube ein Elefant, ne? Ja, ein Elefant im Eisbiom. Im Eisbiom ein Elefant. Ey. Ihr seid unfair. Ihr seid unfair, ihr seid zu viert. Oh, was ist da? Ah, violette Wolle. Okay. Ich hab's gesehen. Ich wusste es. Ja, wieso bin ich eigentlich rausgerannt, um jetzt Holz zu holen? Ey, egal. So, Crafting Box aufstellen, mal eben den Ofen hier benutzen. Flupp, und dann haben wir wieder einen neuen Backpack, den wir uns jetzt eben... was ist das denn?
Rawhide Animal Bikes, okay. Dann haben wir jetzt erstmal wieder ein Backpack, den wir jetzt auch wieder zuklatschen, zutackern können mit allen Scheiß. So, das ist auch noch weg, das ist auch noch rein, das auch rein. So, jetzt haben wir erstmal wieder Platz. Der ist aber ganz schnell wieder weg. Weil wir jetzt hier gerade die ganze Kuchen und so Gedöns mitnehmen. Naja, okay. In die Richtung. Ah! Ich wollte die Tür zumachen und hab... Oh, Alter. Dreierkolonne hier. Ich wollte die Tür zumachen und hab aus Versehen in den Atlas reingeguckt. Oh Gott, ich muss die ganze Shit auch noch wieder zurückreisen. Oder wir machen einfach hier einen Cut dann und dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder hier. Bin ich gerade am überlegen. Und dann machen wir die Main-Tour sozusagen. Ich weiß es noch nicht. Oh, hier ist Ende. Biom-Ende. Und da kommt direkt wieder ein Ocean-Biom. Das ist natürlich nie so schön. Das hätte ich mir anders erhofft. Oh, ein Springbohnen? Ja, das nenne ich mal Kartenfehler, ne? Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht war das auch ein generierter Eisbaum und der ist jetzt geschmolzen oder was? Weil er im falschen Biom gespawnt ist oder am Rande des Bioms, das kann auch sein. Bin ich mir gerade absolut nicht sicher. So, Glasflasche. Den Textilgarten lasse ich jetzt mal hier. Achso, ich habe doch schon genug getrunken. Egal. Ich will jetzt nicht nochmal übers Wasser rennen, deswegen... ich will auch... Bitumenohr, grüner Schiefer, Underground Biomes Construct. Cool. Die Mods haben auch schon mal geklappt, das ist geil. Lasst mich in Ruhe, Bären. Lasst mich in Ruhe. Ich tue euch nichts, also tut mir nichts. Ölsand. Okay, kann man den noch mit der Hand abbauen und der... Tatsache. Die Traincraft-Sachen kannst du mit der Hand abbauen. Da brauchst du noch nicht mal für eine Spitzhacke. Wie vorher. Vorher braucht es auf jeden Fall eine Spitzhacke. Dit weiß ich noch. Da ist wieder so ein Obelisk. Oder? Was ist das? Ist das ein Totem? Ich habe Angst. Oder ist es... Herobrine? Wer oder was ist es? Ist es Herobrine? Und da hinten ist auch das Chocolate House. Wir sind ja weit gekommen. Was ist das? Boah, ich habe Angst davor. Obsidian-Totem. Obsidian-Kachel-Totem. Ach, was. Das wird ja nicht besser, egal von welcher Seite du guckst. Krass. Ich dachte erst, das greift uns an. So gut sah das aus. Oder so, ne, wenn man es nicht kennt. Ich dachte jetzt echt, das greift uns irgendwie an. Alter, vor allem wenn du dich umdrehst, da kriegst du noch so einen Schreck. So was könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, wenn das auf einmal hinter mir stehen würde. Da 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 Löwenzahn. Du da du du da 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 da. Ich mach mal ein Playlisting weiter. Oh ja, willkommen auf der Burg, Sire. Stronghold. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter reisen, aber ich glaube, ich markiere mir mal hier. Zack. 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 Höhleneingang. So. Dann gehen wir mal hier runter. Bitumen. Obwohl, viel Platz habe ich ja nicht mehr. Also viel kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Bitumen. Gneis. Aha, Oliver Gneis. Das sieht aber komisch aus.
In Life in the Woods sieht er noch ganz anders aus, der Gneis. Ich habe ja noch nicht mal Kohle, um eine Fackel zu machen, geschweige denn Holz. Doch, Holz habe ich. Und ich habe auch Kohle. Aber nur 4. Ich bin so schlecht vorbereitet jetzt. Naja, dann haben wir wenigstens 16 Fackeln. Das geht auch. Damit kommen wir auch irgendwie klar. Kalkstein. Und hier ist die Ende. Bitumen. Bitumen, Bitumen. Bitumen können wir eventuell gebrauchen. Bin mir aber noch... Was ist das denn? Bernstein von Thumbcraft. Okay. Bernstein? Really? Was soll ich denn mit Bernstein? Die Fackel nehme ich aber mal mit. Ich will ja mal nicht so sehen. Der Apple Juice, gibt der Essen oder... der gibt Essen. Schade. Dafür habe ich jetzt 2 Gläser.